Ja, und das gleiche müssen wir jetzt noch hier machen. Die Frage ist hier nur, zwei- oder dreispurig, weil da vorne haben... Nee, da vorne haben wir auch nur zweispurig. Okay. Also machen wir dreispurig drüber. frag mich was Leichteres, warum ich jetzt auf einmal hier dreispurig haben will. Baue ich hier gerade und hier die Kurven. So, passt. Jetzt muss ich das Ganze nur noch mit Ausfahrten versehen. Warum ich immer zweispurig mache, ich denke mal, dass es Straßenlänge, Netz, Straßenvorgaben. Ich mache hier wieder alle an. Ah, jetzt habe ich wieder die 45 Grad. Also manchmal geht's. Aber da geht es halt dann wahrscheinlich hauptsächlich dann darum, wenn ich... Ich hätte gern wieder nur die Winkel, nachdem es ja scheinbar wieder nicht ordentlich geht. Wenn ich es entsprechend richtig mache, richtig in Anführungsstrichen, was ich damit meine ist, dass ich es von der richtigen Richtung aus mache. Wenn ich es zum Beispiel jetzt hier rausfahrend mache oder dann, ich glaube bei rein geht schon mal gar nicht. Das geht dann irgendwie nur bei raus. Naja, wie auch immer. Wir haben jetzt unsere Möglichkeit gefunden und dann passt das. So, 45 Grad. Dann ruhig bewusst ein bisschen, oh. 45 Grad. Eigentlich müssten wir dahinter, ne? Ich wollte eigentlich bewusst ein bisschen enger machen, dabei habe ich mir damit genau wieder das Falsche gemacht. So. Und hier hinten auch. Schön, dass das immer genau dann auch einrastet da entsprechend. Sehr angenehm. Ich weiß schon, warum ich City Skylines liebe. So, ich hoffe, das klappt. Und jetzt haben wir hier drüber natürlich auch noch deutlich mehr Platz, um entsprechend irgendwas zu bauen. Mit U-Bahn könnte es natürlich ganz interessant werden, aber ganz ehrlich, ich bin tatsächlich nicht so der große U-Bahn-Fan. In Realität schon. Hier im Spiel stehe ich eher so auf das, was man halt sieht. Unterirdisch ist halt ganz klar, du kriegst eine große Masse von A nach B, aber du kannst dem nicht zugucken. Straßenbahnen, Bussen, Monorails, es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten, die auch richtig gut sind, aber nun ja, man sieht es halt nicht. Es ist halt irgendeine, also es gibt zwar schon eine offizielle Bahn, die da fährt, aber nun ja. Mist. Ja, jetzt muss ich das so eckig lassen. Na gut. Es wird schon noch, das wird schon noch anders. Wieder komplett parallel und eckig. Aber jetzt natürlich auch noch die Richtung ändern. Perfekt! Wir sind fertig, meine Damen und Herren! Oha! Von jetzt auf gleich sind verdammt viele despawned. Was wir, was wir vielleicht echt machen sollten, wäre aber dann an diesen Stellen zu sagen, dass wir dort echt Brücken drüber bauen. Oder unterirdisch, das geht natürlich auch, aber... Unterirdisch wird ein bisschen schwierig noch mit der Autobahn und alles. So und so. Hier können wir dann in den Park rüber. Hier dann einfach solche hübsche Quadrate drüber bauen. Hier dann auch noch drüber. Die unteren Wege wird dann hier kaum einer benutzen. Oh, und dann sind vor allem hier auch... Oh ja, das könnte eigentlich sogar wirklich ganz... Na, wobei... Wartet mal. Mm-hmm.
Machen wir es hier am besten so. Na, dann ist hier ein bisschen abgeschnitten, aber okay. Nein. Nein. Ich möchte schon auch da anschließend bauen. Mist. Oh, ich hab eine Mega-Idee. Nein, halt. Das war falsch. Oh, auch mir kommen manchmal exzellente Ideen. Auch wenn die vielleicht nicht doch 100%ig sind. So. Mist. So. Hoch. Und verbinden. Ja! Haha! Ich bin ein Genie! Oh. Es funktioniert aber auch nicht immer. Möchte ich kurz anmerken. Aber ich bin fast ein Genie. So, und jetzt können wir dann hier entsprechend sagen, so. Und so. Yes! So muss das sein. So und nicht anders, meine Damen und Herren. Richtig. Ich bin in der Hinsicht auf die Idee gekommen, ich muss die Fußgänger irgendwie dazu bringen, dass sie hier nicht gehen sollen. Ist einfach so. Das ist uns böse. Das ist ganz böse. Gleichzeitig will ich sie aber auch überall hinbringen, ohne dass man diesen Platz hier verschwenden muss. Also zähle man 1 und 1 zusammen und sagt, okay, man kann ja dahinter einfach auch noch einen Fußgängerweg ziehen, ohne dass die Kästchen dabei verschwendet werden. Ich finde es super. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht noch Verbesserungsvorschläge habt. Könnt ihr prinzipiell immer machen. Muss ich sogar noch dazu sagen. Wenn ihr irgendwo in Form eures Namens verewigt werden wollt oder so, könnt ihr das auch gerne immer in die Kommentare schreiben. Da gibt es dutzende Möglichkeiten, sich hier in das Let's Play einbringen zu können. Jetzt muss ich natürlich hier den auch noch überall verbieten, dass man da drüber geht. Selbstverständlich. Und sehr gut. Kann ich das vielleicht sogar auch standardmäßig für die Straße hier machen, dass ich sage an den Kreuzungen hier? Nein. Man kann hier nur Ampeln und so weiter machen. Die Zebrastreifen bleiben halt jetzt entsprechend. Oh, was ich vielleicht noch machen sollte, ist dem zu verbieten, da überhaupt nochmal geradeaus zu fahren, weil das sollten sie nicht dürfen. Machen wir es am besten so, dass wir sagen, einfach weg, weg. Und weg, weg. Jetzt sind wir sehr viel da vorne gewesen. Gucken wir mal, ob es hier hinten klappt. Ja, hier hinten funktioniert das Ganze super. Sehr schön. Ich bin begeistert, meine Damen und Herren. Ich bin begeistert. Vielleicht fahren die inzwischen auch alle einfach so anders, dass die ganze Problematik einfach inzwischen nicht mehr ist. Aber ja, das ist nicht mein Problem. Hier sind, glaube ich, noch so viele Fußgänger, dass wir das gekonnt ignorieren können. Da vorne könnte es schon durchaus ein bisschen schwieriger. Und zack, es erheben sich die Gebäude. Oha. Ja, warum auch nicht, ne? Oh shit. Wie macht das eigentlich jetzt gerade die Buslinie? Ach, die dreht einfach dann da hinten rum. Okay. Ich wäre aber dafür, dass wir sagen, okay, die Buslinie wird einfach um diesen Punkt da hinten komplett ignoriert. Tschüss. Müssen sie halt in Zukunft davor gehen. Ist mir doch egal. Gleichzeitig sagen wir aber, okay, diese Bushaltestelle, die kann hierhin verlegt werden. Oder wartet mal. Ich verlege die hier.
um eins nach vorne. Und kann dafür die da hinlegen. Sehr gut. Ha. Ich komme immer auf Ideen. Nun ja, geht so. Würde ich mal sagen. Ah, jetzt müssen sich die Busse da wieder reinquetschen, ne? Ah. Mann, Mann, Mann. Vielleicht ist doch Zeit für eine Dreifachbuslinie. Zack, 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 zack. So, hier hinten dürfte es ja gerne dann machen. Das passt schon. Und sagen wir mal noch bis da, weil danach fahren die Busse ja größtenteils weg. Oh, weswegen bist du eigentlich tot? Verlassen. Der Bio-Supermarkt macht Tschüss. Mann, sieht das Gebäude fertig aus, ey. Mach das weg. So, und... Wir fahren kaum Leute. Kaum Leute fahren hier mit der blauen Buslinie weiter. Schrecklich. Oha! Das soll aber nicht der Fall sein. Das muss klar korrigiert werden hier. So, jetzt ist besser. Ist hier sonst noch irgendwo... Nein, der Fehler ist mir nur einmal unterlaufen. Dass ich da die Zweier hab lassen. So, gerne hier Geschwindigkeitsstufe 2. Boah, Alter, wie viele Müllwägen von hier aus unterwegs sind. Ja, weil wir hinten haben wir unser Recyclingzentrum. Oha! Ja, wir haben hier ein leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen. Ein leicht erhöhtes. So, mal gucken, ob die... Naja, gut, macht die Situation nicht viel besser. Oh je. Ja, gut, aber da müssen bald nicht mehr so viele nach links abbiegen. Ach, die drängeln jetzt ja dann auch alle rein. Müssen sie ja. Nee, das ist nicht schön. Das ist nicht schön, sowas. Oh, ich hab die Lösung. Ich hab die Lösung. Und zwar, wir sagen, hier, warte mal, du da gehst weg. Wollte ich nicht das in, wollte ich, hab ich nicht eigentlich den, das schon lange für tot erklärt, hier das alles? Habe ich. Mach ich es trotzdem, versuche ich es trotzdem wieder irgendwie schön zu machen, in Anführungsstrichen. Ja. Bin ich blöd? Manche würden es so sagen. Die Bushaltestelle ist da. Okay, zack. Sehr schön. Heilige Scheiße. So ist es aber natürlich auch blöd. So. Und dann hätte ich das Ganze gerne noch. Muss ich dafür jetzt echt eine große Brücke machen? Wartet mal. Das muss doch irgendwie besser gehen. Pass auf. Ihr da geht mal weg. Dann mache ich es halt auf die Seite. Auch schön. Dreispurig hier hin. Zack. Und hier dann zweispurig darüber. Na, ah, natürlich jetzt hier so steil wieder. Nee, ist auch blöd. So ist besser. Und jetzt muss ich hier irgendwie gucken, dass ich die Strecke so hinbekomme. Wartet, so.
Blöd. Eins. Zwei. Drei. Und dann können wir von hier aus noch eine Ministraße darüber bauen. Ja, jetzt haben wir zwar ein bisschen weniger Industrie, aber dafür hoffentlich einen besser laufenden Verkehr. Betonung liegt hierbei auf hoffentlich, möchte ich mal kurz anmerken.